Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie man direkt auf dem Auto einen neuen Filter erstellen kann. Zuerst gehen wir in den Ordner adc/source/adtf-user und erstellen dort einen neuen Ordner namens User. In diesem erstellen wir den Ordner Source und darin wiederum den eigentlichen Ordner für unseren neuen Filter, in meinem Fall New Filter. Dann legen wir eine Datei namens cmakelists.txt an und schreiben dort die Zeile @subdirectory-newfilter hinein, damit der Ordner auch beim Bauen des CMake-Projektes berücksichtigt wird. Das wiederholen wir im übergeordneten Ordner und im Ordner darüber fügen wir in der bereits vorhandenen CMakeLists-Datei am Ende das @subdirectory hinzu. Damit ist schon mal die grundlegende Ordnerstruktur für unseren neuen Filter entstanden. Nun bedienen wir uns des von ADTF bereitgestellten Template-Filters, der unter opt arm linux gnu eabihf adtf 2.12.1b source examples source templates template-Filter source zu finden ist. Von dort kopieren wir alle Dateien in unseren neu erstellten Filterordner. Nun passen wir diese Dateien, beginnt mit der cmakelists.txt noch an. Da wir für diesen neuen Filter keine weiteren Dateien inkludieren müssen, kann man diesen Eintrag löschen. Danach ändern wir noch den Namen TemplateFilter und die Dateinamen für die CPP- und Header-Datei. In der Header-Datei kann man nun den Header entfernen und den IncludeGuard sowie den Klassennamen auf einen passenden umbenennen. Außerdem entfernen wir fürs Erste die beiden Pins, um einen leeren Filter zu haben. In der CPP-Datei werden ebenfalls die nötigen Anpassungen getätigt, die Korrektur der Includes, des Klassennamens und das Entfernen von unnötigem Quellcode. Nachdem diese Änderungen vollzogen wurden, kann man den Filter mithilfe des Build-Skriptes build-user.sh, das sich im Ordner aadc/source befindet, erstellen. Vorausgesetzt, man hat alles richtig gemacht. Falls dies nicht der Fall ist, erhält man eine Fehlermeldung mit der Stelle, an der der Fehler auftrat. In meinem Fall ein falsch geschriebener Ordnername. Nun kann man erneut versuchen, den Filter zu bauen. Bei mir hat sich ein weiterer Fehler eingeschlichen. Diesmal beim Installieren des Filters. Dort ändern wir zum einen den Namen ab und zum anderen noch gleich den Installationsort, damit der Filter an der gleichen Stelle wie die anderen Filter erstellt wird. Jetzt kann man ADTF starten und findet seinen Filter im Component Tree wieder, wo man ihn einfach zu einer Konfiguration hinzufügen kann. Als kleine Beispielimplementierung habe ich einen Filter erstellt, der den Wert des Long-Range-Infrarotsensors von der Front als Input nimmt und auswertet. Sobald sich dieser Wert unterhalb einer einstellbaren Grenze befindet, wird über den Ausgangspin ein Geschwindigkeitswert gesendet, der das Auto zum Anhalten bringt, und zwar so lange, bis vor dem Auto wieder frei ist. Um die Grenze einstellbar zu gestalten, habe ich ein Filter-Property angelegt. Dies geschieht im Konstruktor des Filters mit der Methode setPropertyInt, die als Parameter den Namen des Properties und einen Wert entgegennimmt. Änderungen an diesem Property werden in der init-Methode im initStage stageNormal übernommen. Im stageFirst lege ich den Input- und Output-Pin an. Dies geschieht, indem der Pin zuerst mit der Methode create erstellt und dann im Filter mit RegisterPin registriert wird. Der Output-Pin erhält zusätzlich noch die Information, welche Datenstruktur über ihn versendet wird, indem man den Namen der in einer DDL beschriebenen Struktur angibt. In der onPinEvent-Methode kommen alle Pin-Events für registrierte Pins an. Ich prüfe dabei auf das Ereignis pe-mediaSampleReceived, um zu erfahren,
wann mein Eingangspin-Daten erhalten hat. Diese werden dann in der Methode process.ir-input verarbeitet. Dort lese ich die beiden Werte der erhaltenen Struktur aus und prüfe, ob der Wert kleiner ist als mein eingestellter Grenzwert. Falls ja, lege ich ein neues Mediasample an, gebe ihm den Geschwindigkeitswert 0 und sende dieses über den Output-Pin weiter. Im laufenden Betrieb sieht das Ganze dann wie folgt aus. Zuerst erhöhe ich mit dem Car Visualization Filter die Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Sobald ich nun zum Beispiel meine Hand vor das Fahrzeug halte, erkennt mein Filter, dass sich ein Objekt zu nah vor dem Fahrzeug befindet und stoppt es. So kann man einen Filter auf dem Auto erstellen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.